Ich bin erschöpft, wusste ich doch. Und deshalb, wie diese Person es ausgedrückt hat, oh, sind wir etwa schon in der Schule? Da fällt mir ein, es ist ziemlich spät warm geworden. Heute muss wohl der 1. Mai sein. Die Zeit rast. Echt jetzt? Es ist so viel passiert. Weißt du was? Die Anzahl der Apathie-Syndrom-Fälle scheint in letzter Zeit nicht abzunehmen. Wir sind die Einzigen, die es mit den Schatten aufnehmen können. Daher sollten wir mehr trainieren, damit wir bereit sind, wenn sowas nochmal passiert. Vor allem ich. Ich will den anderen nicht im Weg rumstehen. Ach komm, gehen wir. FYI, Akihiko-san's at the hospital getting a checkup. Okay. He called me earlier and asked me to bring him something. Okay. Yep, he knows who to count on. Okay. He only asked you because you don't have anything else to do after school. Hey, I resent that. I'm just kidding. So, what do you want you to bring? The class roster for 2E. Ich habe damals, als ich das Spiel gespielt habe und mein Englisch noch nicht so the yellow from the egg war, tatsächlich gedacht, warum sollte er Akihiko eine Klassenroster mitbringen? Der Moment, wenn du Klassenliste als einfach mal Klassenroster wirklich siehst. What's he want that for? Well, I don't have practice today, so I'll go with you. You're coming too, right? Unbedingt. Wait a minute. What? Is there a problem? Well, it was me he asked. Tatsumi Krankenhaus. Statt Akihiko sitzt ein unbekannter junger Mann am Bett. Senpai! Das wird ein Klassenmann für Klassenkämpfer. Okay. Es tut mir leid für dieses kurze Senpai. Er ist mal einer meiner Lieblingscharaktere aus Persona 3 und ich bin so glücklich, ihn jedes Mal zu sehen, wenn ich das Mädchen spiele. Is Akihiko Senpai in this room? What are all of you guys doing here? Wir wollten dich sehen. Ich habe sie begleitet. Wenn du mal ein bisschen dumm sein willst, ich habe sie nur begleitet. Wir wollten dich sehen. I'm just here for a checkup. Wieso das letzte Mal? Ich weiß nicht, wovon du sprichst als Tänzerin. Also bei mir kommt er immer ganz erschöpft angerannt und fragt, was das doch soll für eine Dreistigkeit, dass ich einen schwer verletzten Mann so hetze. Mhm. Das sind immer seine Worte. Is that it, Aki? Oder woran erinnere ich mich auch immer so mit, du bist in meinem Zimmer und du weißt, was das bedeutet, oder? Ja, das ist die letzte Chance zu gehen. Nö. Okay, du hast es so gewollt. Lul. Yeah, thanks. I don't have time for this shit. You. Ja. Der junge Mann blickt dich auf dem Weg nach draußen an. Lieber auf den ersten Blick, ich sehe es doch. Never mind. Was? Who was that? A friend from school, sort of. You know how the number of apathy syndrome cases have been increasing? Well, he knows a few people who are suffering from it, so I was asking him about it. Hey, Junpei, did you bring what I asked? Of course, Senpai. Sorry for the trouble. Well then, let's get going. You should move your arm. Yeah, it's nothing. I've wasted enough time already. I need to get back to my training. By the way, Senpai, why boxing? You mean, why did I choose that sport? Well, it's not the sport itself I like. I just wanted to learn how to fight. I know what it's like to feel powerless. And I don't want to feel that way again. Besides, I'm curious to see how strong I can get.
It's like a game, only I'm competing against myself. Mhm. Well, that's an interesting way of looking at it. Er ist also Schattenboxer. You know, I'm into games too. Yeah, video games. Oh, but I like fighting games too. Wow. Whatever. Welcome back. Uns erwartet ein langes Wochenende. Wir sollten also den Tartarus erkunden. Es könnte eine Weile dauern, bis Akigo wieder fit ist. So etwas darf sich nicht wiederholen. Außerdem nimmt die Anzahl der Opfer immer weiter zu. Ich habe ein ganz mieses Gefühl. Wir sollten all unsere Kräfte sammeln. Mhm. Dummerweise bin ich gerade nicht in der Mut für irgendwas. Ich verstehe nicht, warum die beiden in der Mut sind. Die haben als erstes rumgejammert. Habe ich irgendwie tolle Waffen? Nee. Hm. Tolle Klamotten? Oh, ja, stimmt, den Angora-Sweater. Ach ja, das ist die Freizeitkleidung. Den zieh nur an. Gruppe Getta. Ein maskulines Paar Getta für Männer. Ja, okay. Sind wir halt mal ein bisschen sexistisch. Ist okay. So. Dann gehen wir wohl mal schlafen. Du bist erschöpft. Du fühlst dich nicht wohl. Ja, ach nee. Hätte ich jetzt nicht gedacht. War ja auch nicht in der Schule bei unserem Kranken-Dingensen-Lehrer. Du bekommst eine Unterhaltung mit. Morgen beginnt die Golden Week. Hast du was vor? Nicht wirklich. Aber ich verpasse auf keinen Fall die Sendung morgen. Ach ja, du meinst Tanakas Sendung, oder? Wenn ich diesen Jingle höre, muss ich einfach was kaufen. Wenn die Sonntagnachmittag läuft, sehe ich sie immer. Bald bin ich pleite. Erste Glocke läutet. Immer diese lauten Schülerinnen. 2.5. Denk an Yukari. Danke nochmal, Eistänzerin. Ich sehe es schon jetzt nochmal dran erinnert. Ich bin wieder wie mein Vater. Den kannst du auch einen Tag vorher an Hochzeitstag erinnern und dann vergisst dann. Am selbigen. Hm. Bei Yukari kann ich dann halt auch erst abends im Wohnheim anquatschen, deswegen. Ja, ich mag Animes und Mangas. Kommt halt immer drauf an. Ich bin da immer ein bisschen bunt gemischt. Momentan Favorite My Hero Academia. Und meine Wiedergeburt als Schleim in einer anderen Welt. Oh, und natürlich My Next Life as a Villainess. Wie kam nur gerade den Hochzeitstag? Naja, ist ja jetzt eh nicht mehr schlimm. Meine Eltern sind eh geschieden. Siehst du das Mädchen da drüben? Ich glaube, die verfolgt mich. Hm? Was mache ich jetzt? Was ist das Mädchen? Wenn ich in die Schule komme, sehe ich mich zuallererst nach ihm um. Wenn ich ihn nur sehe, muss ich lächeln. Was soll ich tun? Wie soll ich meine Gefühle für ihn ausdrücken? Wait a moment. Was haben die in Persona 5 auch reingebracht? Springt vom Dach. Ein wirklich sehr hilfreicher Ratschlag für den einen oder anderen. Yukari-chan. Oh. Klingt wie Ghoul hier aus Monster High. G-
genau, Guya, genau das wollte ich sagen. Ja. Sie ist blond, sie sucht sich sicher das Höchste. Muss ja Effekt haben. Und so. Ich guck mal, wenn ich jetzt hier zu den Mädchen gehe. Okay, da passiert also nichts. Dann, Stadtplan. Vielleicht gammelt ja Yukari irgendwo rum. Alter, die Zombies verteilen sich ja schneller als Unkraut. Könnt ihr auch was anderes sagen, außer und Könnt ihr nicht wenigstens sowas sagen wie The end is nigh. Oh, hier ist der Kater. Katze? Apathie-Syndrom? Ach ja, das geht im Moment ja total um. Den Vater eines Kumpels hat's auch erwischt. Ich habe keinen Schimmer, was ich den armen Hund sagen soll. Wenn man dieses Apathie-Ding hat, dann ist man die ganze Zeit zu faul, um auch nur einen Finger zu rühren, oder? Warum gehen die nicht einfach zum Arzt? Da muss doch, das muss doch wohl noch drin sein. Ich meine, ich war jetzt nicht an der Uni oder so, aber ein Versuch ist es doch wert. Mhm. Oh, das Käse ist ja da. Ist ja da. Da unten ist es echt düster. Ach. Lala. Hält mich dran, dass mein Boyfriend draufsteht. Ada, Ada. Wakatsu. Genie-Teller. Werde mit jedem Bissen schlauer. Oh, das wäre zu schön. Laden. Aus der Tür strömt ein verlockender Duft. Diese tanzenden animierten Emojis. So cute. Ich denke mal, wir verkaufen mal ein bisschen was. Ich habe nämlich kaum Kohle. Und wie man das so kennt, Jugendliche wie ich brauchen Money. Definitiv. Immer. Sonst holen sie sich Sugar Daddies und das ist nicht gesund. Huch, nein, nicht die Vamp-Slippers. Bardo seiner Gottheit. Könnte jemandem gefallen. Ist also ein Geschenk. Herrscherinnenmaske. Könnte wertvoll sein. Wie sollen die Jugendlichen halt arbeiten gehen? Such dir einen Job! Oh, ich kann eine neue Waffe kriegen. Nehmen wir doch mal. Trefferrate sinkt zwar, aber ich mach mehr Aua. Warum bin ich eigentlich immer die Doofe, die das ganze Team ausrüsten muss? Können die ihren Scheiß nicht selber besorgen? Okay, Yukari, du bekommst eine kugelsichere Weste. Yukari, du machst mich pleite. Hatte mich gerade gefreut, Geld zu haben. Zedavi. Ich kann noch eine Naginata verkaufen.
und eine Kishido-Klinge. So, jetzt habe ich wenigstens ein bisschen Geld. Zumindest für die Schuhe für Junpei. So. Jetzt sind sie mal alle ausgerüstet. So, Nackers Dingensenschrein. Beziehungs Umikuchi Box. 100 Yen. Okay, das ist nur zur Verstärkung der Social Links. Münzbox. Nein. Und na, jetzt fahren die Emojis hier auch noch Rave Party. Selbst hier lungern sie rum. Okay, tschüss. Also mal war Junpei nicht in meiner Klasse und... Nee, da wurde da nichts von mir mit an dem Tag. Alles klar, Alter? Ich hasse es. Ab morgen haben wir langes Wochenende. Ich habe ein paar Leute gefragt, ob sie mit uns chillen wollen, aber es waren nur Typen interessiert. Kein Bock auf eine Würstchenparty. Ich will dich ja nicht unterbrechen, aber dir ist schon klar, dass die Zwischenprüfungen bevorstehen. Nutze deine Zeit lieber intelligent. Du musstest mich ja daran erinnern. Hm? Kiefernharz? Brauchst du was davon? Warum sollte ich Kiefernharz haben? Oh, okay. Du meinst das Puder, das wir im Bogenschießen-Club nehmen? Das gelbe Zeug? Wir benutzen es selbst beim Üben. Es wird schnell verbraucht. Aber ich habe noch was übrig. Warte kurz. Bitteschön. Wofür brauchst du das überhaupt? Musst du einen Bogen pflegen? Na, macht auch nichts. Kiefernharz erhalten. Wie ist denn eigentlich mein Stimmungszustand? Wir könnten doch eigentlich rein theoretisch... in den Tartarus gehen, weil mir fehlt ja noch was. So, aber erstmal Fio! Boyfriendo! Du hast anscheinend einen Auftrag abgeschlossen. Ich werde das jetzt prüfen. Das ist also Kiefernharz. Es riecht tatsächlich nach frisch geschnittenem Kiefernholz. Ich hätte nie gedacht, dass Kiefernharz so aussieht. Es tut mir leid. Bitte steck das weg. Ich wurde gezwungen, mehrere Teller voll Sojapulver zu essen. Sojapulver ist einfach grauenhaft. Alter Kuya, volle Eskalation. Ist der Haupt-K vergeben? Man kann ihn vergeben. An Senpai, an Fio, an Akihito, an Mitsuru, an Yukari, an Fuka, an Ken. Man hätte mich nicht gewundert, hätten wir ihn auch an den Hund vergeben können. Alle! Vor allem, das ist so dämlich. Das ist so dämlich. Sie hatten es ursprünglich irgendwie in der englischen Fassung vergessen, Ken abzumildern. Weil Ken ist ja nun noch ein Kind. Das war ein bisschen Shotakon. Hallo, Kuya. Oh. Und Junpei hatten sie auch vergessen, um zu ändern, obwohl er ja mit Chidori zusammen ist. Eieiei. Da sind Dinge passiert. Es absorbiert die gesamte Feuchtigkeit im Mund und macht jeden Löffel zu einer exquisiten Tortur. Bitte nimm dies als Belohnung. Na, immerhin hat er mir jetzt kein Sojapulver gegeben.
Gibt es noch etwas, bei dem ich dir helfen kann? Hast du sonst noch Aufträge? Ich muss nur noch dieses eine komische Schwert finden, ja? Okay, krieg mal hin. Irgendwie. Und wenn es das Letzte ist, was ich tun werde... Irgendwann muss das blöde Ding ja mal kommen. Ja, weg da. Wenn du auch nicht auf viel lesen und Click and Point stehst, ist Persona 3 PSP jetzt nicht unbedingt das Spiel deiner Wahl. Ich glaube, so als kleiner Hardcore-Fan war es einfach nur ein Must-to-do für mich. Weil Story einfach tolli ist. Und ich einfach mal als Mädchen jeden flachlegen darf. Betonung liegt auf jeden. Und als Junge darf ich wieder mal meine Lehrerin zumindest virtuell. Ich habe nicht immer nur das eine im Kopf. Böses dem, wer Böses denkt. Kann ja auch sein, dass ich sie über den Haufen renne, anspringe und sie dann umfallen, dann liegen sie auch flach. So schön mit dem Knie ins Genick. Danach liegt jeder flach. Selbst du, Kuya. Selbst du. Da es mehrere Personen sind, da kommen. Wer macht nur perverse Sachen? Also jedes Mal, wenn ich zu dir ins Stream komme, erzählst du irgendwas von Augen. Ich kann ja auch nichts für deinen Augenfetisch. Augen sind schön. Dann musst du ins Dschungelcamp gehen. Hast du genug Augen? Die kannst du sogar essen. Deine Augen sind nun mal erotisch. Okay. In die Richtung gehen wir jetzt. Du magst nur bestimmte Augen, okay? Verstehe. Oh Gott. Ich merke langsam, ich bin heute viel zu früh aufgestanden. Mutter sei Dank. Mutter weiß mehr. Hör auf deine Mutter. Oh, du bist ja einer von denen. An assault with two enemies. Stand strong. Erzähl doch nicht jedem, dass du meine Augen gesehen hast. Eis hat meine Augen auch schon gesehen. Und jeder, der auf YouTube mein Artonellico Melody of Metaphalica fast fertiges Let's Play die ersten Folgen anguckt, der... Der sieht die auch. Nicht du Eistänzerin, Eist. Der gute, liebe Eist, der hat sie schon gesehen. Aber dadurch, dass ich ja die Cam nicht mehr anmache, sieht die keiner mehr. Keiner!
bin halt schüchtern. Niemals. So. Das ist keine goldene Kiste. Das finde ich echt blöd. Ja, die neuen Waffen, die machen Aua. Das gefällt mir. So gefällt mir das. Ja, so gefällt mir das. Hier ist noch ein Eis. Eis, das klingt falsch. Hier ist noch ein Eis. Erdbeer oder Schokolade? Guck mal, Eis. Da ist die untreue Nudel, die Namis, naja, du weißt schon, nicht sehen wollte. Weil er das als Spoiler sieht. Let it go? Moment. Wait. Who did it? Und warum ist das blau so eklig? Queer did it. Oh. Echt jetzt? Du willst, dass ich bei 8 Zuschauern jetzt mir die Hälfte verkraule, damit, dass ich jetzt singe? Ja, also es tut mir schon mal leid. Schadensersatzforderungen gehen bitte an Kuya. Weil er hat das ja jetzt so gewollt. Let it go. Der Schnee glänzt weiß auf den Bergen heute Nacht. Keine Spuren sind zu sehen. Ein einsames Königreich. Und ich bin die Königin. Der Wind, der heult so wie der Sturm ganz tief in mir. Mich zu kontrollieren, ich hab es versucht. Lass sie nicht rein, lass sie nicht sehen, wie du bist, nein, das darf niemals geschehen. Du darfst nichts fühlen, zeig ihnen nicht dein wahres Ich. Ich lass los, lass jetzt los. Die Macht, sie ist grenzenlos. Ich lass los, lass jetzt los. Und ich schlag die Türen zu. Es ist Zeit, nun bin ich bereit. Und ein Sturm zieht auf. Die Kälte, sie ist nun ein Teil von mir. So, das war jetzt genug. Es ist 22 Uhr, Junge. Lass meine alte Nachbarin mitkriegt. Bitte beschwert sich zweimal, ich bin zu leise. Sollte nicht so oft passieren. Sie denkt sonst wirklich noch, ich lebe hier. So, siehst du, die Hälfte ist jetzt schon wieder weg. Hast du eine Songwand? Ich mach Freibier heute. Ey, Alter! Warte, um es mit den Worten aus Persona zu sagen. Ey, Alter! Moin, Alter! Two enemies detected. Strike first. Und außerdem, was Kanalpunkte angeht, da musst du Eis bestechen, ne? Der hat hier gefühlt 5 Milliarden noch. Der hat 50 Milliarden, 12.000, um die Katze zu füttern. Ach, nur 300.000. Nur ist gut. Das ist wie Peter nur. Two enemies detected. Ach nee, 306.000. Ich hab hier 6 unterschlagen. Just one more.
Es tut mir leid, Eistänzerin. Hier, wie sagt doch, Schadensersatzforderung bitte an Kuya. Er wollte ja unbedingt Let It Go. Und wollte damit meine Stimme zerstören. Eieiei. Lauf gegen Wände. Ich laufe um falsche Ecken. Stimmt mit mir nicht. Ach, Kuya. Irgendwann wirst du mein Untergang sein. Und ich weiß nicht, wer es dann mehr genießt. Two enemies detected. Just one more. Nein. Nein, 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 Kuya. Nein, 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 nein. Don't think about it. Nein! Noch mehr Frozen-Songs kenne ich nämlich nicht. Beziehungsweise ich kenne gar nicht alle Zeilen. Ich trickse mich da immer irgendwie durch. Ach, Kuya! Das bei meiner Stimmlage gerade. Wie ihre Tochter. Du willst Tänzerin echt richtig hart gerade ärgern, oder? Ach Mann, und meine Nachbarn obendrein auch noch. Du willst, dass ich hier rausfliege? Gib's zu. Ich lass los. Lass jetzt los. Nun bin ich endlich so frei. Ich lass los. Lass jetzt los. Und ich schlag die Türe zu. Es ist Zeit, nun bin ich bereit. Und ein Sturm zieht auf. Die Kälte, sie ist nun ein Teil von mir. Nicht, ärgert es nicht. Der Glückliche. Der Glückliche. Du, weißt du, wie ihre Tochter singt, eist? Muss ich mir Gedanken machen. Hm. Ach, nicht eist. Sorry, eist. So, Kuya. Mensch. Bin durch. Ei, ei, ei. Hui. Ich reiß mich schon hier immer zusammen, nicht zu Uhrzeiten zu singen, die doof sind. Nein, ein Kuya kommt daher und sagt, Mama. Wär ich? Nein, Kuya würde das behaupten. Ich gebe den letzten Auftrag ab. Das muss das Katana sein, das Nichirin früher verwendet hat. Ah, und im Heft sind Perlen eingesetzt. Deswegen heißt es das Katana der bösen Bannung. Ist auch ein recht großes Schwert. Etwa 81,08 cm mit einer Krümmung von 3 cm, ca. 3,96 cm breit. Bitte nimm dies als Belohnung. Und das Schwert hast du jetzt mitgenommen? So, alle Aufträge erledigt, ihr seht's. Alles da. Warum gibt's keine Trophäe für erste Quest erledigt? So, Ua, was möchtest du tun? Speichern, Gruppe heilen, alle heilen. Okay. Nach Hause gehen. Dein Zimmer.
Während du eindöst, spürst du eine Präsenz. Hi, how have you been? Ah, der Stalker von nebenan. One week from now, there will be a full moon. Okay. Be careful. A new ordeal awaits you. Woher weißt du von meiner Deutschprüfung? Was für eine Prüfung? You will encounter one of them. You must prepare for the ordeal, but time is of the essence. Ich glaube, deine Tochter ist 5. I'm sure you're aware of that, of course. I'll come see you again when it's over. Okay. Goodbye. Der Junge ist verschwunden. Und ich bin wieder eingeschlafen. Heute ist der Tag der Verfassung, damit beginnt die Golden Week. Dir fällt ein, dass die Home-Shopping-Sendung immer mittags läuft. Die gute ist ein Fernseher. Was? Dass deine Tochter 5 ist? Nein, das habe ich geraten. Das war der erste Gedanke, der mir kam. So von wegen, welche Altersgruppe könnte denn Let It Go singen? Wenn man das Lied hört. Ein ätzendes, eingängiges Lied ertönt. Das passt gerade so gut. Woher willst du wissen, wie ich als Kind war? Ich war als Kind eine richtige Kackbratze. Hier kommt Tanaka über den Äther gleich da. Die Home-Shopping-Sendung fängt gleich an. Ja, ich sag das auch von mir, dass ich eine Kackbratze bin. Hallo zusammen, willkommen zur Home-Shopping-Sendung Tanakas Teleshop. Erfüller deiner Begehren. Der Moderator ist schmierig. Ich glaube, als Mädchen begegnet man ihm aber nicht als Social Link. Ich glaube, das passiert dir nur als Junge. Als Mädchen hätte ich Angst, dass da Dinge passieren. Nee, heute bin ich einfach nur noch ein schlechter Mensch. Ich bin dein Gastgeber, Tanaka, mit einem vollgepackten Teleshop. Wir zeigen dir tolle Dinge zu unschlagbar günstigen Preisen. Oh, greif schnell zum Hörer. Her mit dem Artikel des Tages. Es ist Wachmacher. Schützt deine Gesundheit. Oh mein Gott, so viel Unfassbarkeit auf einem Haufen. Aber es gibt noch mehr. Wir packen noch 2 Proteinshake für nur 1980 Yen mit rein. Sie verkaufen wohl ein Wachmacher-Set für 1980. Du hast 14.006 Yen. Möchtest du es für 1980 kaufen? Naja, gut. Ich habe Wachmacher gekauft. Nächstes Mal gibt es 2 seltene Karten, um die ihr Kids euch prügeln werdet. Wir sehen uns nächsten Sonntag, selbe Zeit. Das eingängige Lied läuft wieder. Hier kommt Tanaka über den Äther, gleich da. Du hast den Fernseher ausgeschaltet, so besser so. Zu viel Fernsehen macht dumm. Junpei, was gibt's? Hast du heute schon was vor? Nö. Es ist so langweilig, Alter. Komm zu glauben, dass ich während der Golden Week gar nichts zu tun habe. Und schon wieder, Alter. Ich schwöre euch, das nächste Mal führe ich diesen blöden Alter-Counter ein. Ich muss nur noch rauskriegen, wie.
Akihikos Verletzung brauchen länger, um vollständig zu heilen. Kannst du bis zu seiner Rückkehr nur mit nur 3 Mitgliedern kämpfen? Klar. Sehr magnifik. Dann zähle ich auf dich. Im Original bist du eigentlich ein Mann, aber in Persona 3P kannst du dir aussuchen, ob du nicht auch als Frau spielen willst. Fun Fact an der Stelle ist tatsächlich, ich habe ja das ursprüngliche Persona gekannt, hab's gefeiert, hab dann die PSP-Version mir auch zugelegt und hab dann einen vollkommen neuen Blickwinkel auf die Charaktere samt bekommen. Also ich kann wirklich empfehlen, wenn man sich Persona 3 holt, dann beide Seiten zu spielen. Okay, Vampirella, solltest du einschlafen, wünsche ich dir angenehme, süße Träume. Ich höre nämlich häufiger, dass man während meines Streams einfach mal wegpennt, was okay ist. Achte auf die Größe eines Schattens. Je größer er ist, desto mehr Gegner stecken darin. Und achte auf diese roten Schatten. Sie sind sehr mächtig, also unterschätze sie nicht. Du solltest wissen, worauf du dich einlässt, ehe du einen angreifst. Ja, Kuya, ich weiß auch nicht, warum das so ist. Passiert halt. Meine beste Freundin ist auch schon am Telefon eingepennt, als ich ihr eine Geschichte vorgelesen habe. Tut weg, war sie. Niemand hier. Niemand will mit mir reden. Noch mehr Apathy-Syndrom, Leute. Statt wie leer gelutscht, gefegt. Oh ja, hier ging es ja auch nochmal weiter. Find doch eher was. Die Bahnhofsmitarbeiter sagen mir immer, ich soll den Kunden einschärfen, den Bahnhof sauber zu halten. Scheint so, als ob die Leute ihren Müll einfach 8+ fallen lassen. Ach, ich sollte einfach still sein. Stimmt etwas nicht? Nee, ich werde meine Fahrgäste nicht belehren. Wenn ich das täte, würde ja niemand mehr bei mir mitfahren. Und der Kunde hat immer recht, weißt du? Den Bahnhofsmitarbeitern sind wir doch auch total egal. Okay. Mein Lehrer gibt uns keine Hausaufgaben auf. Nächstes Jahr geht es in die Mittelschule, davor habe ich echt Bammel. Klingt doch ganz passabel. Echt? Du hast in der Mittelschule nie viele Hausaufgaben aufbekommen? Vielleicht sollten sie die Schüler auch nur nicht so stressen. Hoffentlich schaffe ich so den Abschluss an der Uni. Mädchen, du bist noch nicht mal Mittelschule und denkst jetzt schon über die Uni nach? Eine gut versteckte Fähigkeit. It's okay. Jeder hat ein Talent. Ah, Yukari. Ich gehe später mit einer Freundin ins Kino. Allerdings ist sie ganz schön spät dran. Wo bleibt sie nur? Vielleicht bin ich diese Freundin. Wenn man nicht. Aber Kino. Screenshot. Wir gucken uns heute mal einen Film an. Nachsehen, was läuft. Scheint ausverkauft zu sein. So viel zum Thema, wir sehen uns im Film an. Dann sehen wir uns wohl keinen Film an. Wie wär's mit Karaoke? Tut mir leid, aber wir sind momentan voll. Dann wohl auch kein Karaoke. Und Kaffee? Ach nee, das war nicht das Kaffee. Ich will aber nicht arbeiten. Ich will doch nur einen Kaffee. Ja, ich krieg einen Kaffee. Ja, natürlich werden die in Japan übelst auf Leistung getrimmt. Was denkst du, warum die Selbstmordrate so hoch ist?
Schalten einfach Leute nicht aus, fühlen sich minderwertig, springen vom Dach und denken, sie drücken damit den Reset-Button. Polonia Einkaufszentrum Chagall Café. Du genießt eine Tasse Pheromon-Kaffee. Du fühlst dich beobachtet. Ist das eine Nebenwirkung des Kaffees? Dein Charme hat sich erhöht. Es wird schon dunkel draußen. Du gehst zurück ins Wohnheim. Welcome back. Jo, willkommen zurück. Oh, hallo Mr. Bedpan. Hast du eine Ahnung, was ein Vorsitzender so tut? Ich bin so beschäftigt, dass ich nicht viel Zeit für meine Forschung habe. Darum werde ich das ganze Wochenende damit verbringen, Daten zu analysieren. Meine einzige Gesellschaft wird ein Roboter sein. Vielleicht werde ich ja selbst einer. Bedpan. Dann hast du vielleicht noch Clubs, denen du beigetreten bist. Ja. Unterschiedliche Waffen werden unterschiedlich eingesetzt. Dein Naginata ist sehr ausgewogen in Tempo und Reichweite. Es ist eine Standardwaffe. Als Junge hat man übrigens ein Schwert. Hey, du weißt doch, dass du dich manchmal einfach großartig fühlst? Das sind die besten Zeiten, um in Tartarus zu gehen, Alter. Dann bist du kaum zu bremsen. Du bist Clubs bei. Stimmt, ich bin dem Volleyballclub beigetreten. Und dem Schülerrat. Und dem Schülerrat. Weil ich so ein guter Mensch bin und eigentlich keine andere Wahl hatte und so. Und der einzige Teil, in dem man keinem einzigen Club beitritt, ist Persona 5. Da finden dich alle viel zu kriminell, als dass sie dich aufnehmen würden. So. Wir lernen. Yes, ich bin vom Faulenzer auf durchschnittlich gewachsen. Endlich, ich bin Durchschnitt. Heute ist der Tag der Natur, der zweite Tag der Golden Week. Jetzt echt schon 0.13 Uhr. Wow. Okay. Okay. So, was macht man jetzt an diesem Tag? Lernen. Was ist mein Status? Was sind meine Statusse? Also, ich bin durchschnittlich, einfach und ängstlich. Das klingt nach mir. Ich bin nicht besonders hübsch und durchschnittlich und überhaupt. Ja. Aber ich werde jetzt hier runtergehen und werde jetzt den Stream beenden. Erstens, ich muss mal für kleine Mädchen. Zweitens, ich bin müde, weil ich muss morgen auch noch ein bisschen was für meinen YouTube-Channel machen. Hab heute nicht alles geschafft. Deswegen muss ich da jetzt morgen ein bisschen früh aufstehen und Dinge tun. Ich danke auf alle Fälle, dass ihr dabei wart. Hat Spaß gemacht und ich hoffe, ich sehe euch baldigst mal wieder. Dass wir weiterhin so viel Spaß haben, während wir hardcore über Persona 3P ablästern. Was machst du jetzt mit deinem restlichen Tag? Also, ich kann dir empfehlen, Kuya ärgern. Kuya ärgern ist immer toll. Und Vampirella, danke nochmal für den Raid und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss!